Herzlich willkommen zum Point of Skin München TV Programm Kunden über uns. Ja, mein Name ist Maria Tange und ich bin die Eigentümerin vom Point of Skin Kosmetik Institut und autorisierte Kosmetikerin mit weiteren wichtigen zusätzlichen Ausbildungen zur Hautspezialistin. So, mein heutiger Gast ist Frau Gabriele Mertesdorf, als Sopranistin ja hinreichend bekannt, Entertainerin, aber auch, was mich sehr freut, angehende Musiktherapeutin, Frau Mertesdorf. Wir hatten seinerzeit darüber gesprochen, dass Sie immer auch gern neue Wege gehen, ja, besonders für die Bereicherung Ihrer Stimme. Eine Vertiefung Ihrer Gesangskunst über den Schritt Neues zu wagen, ist das immer noch eine Option für Sie? Also Neues zu wagen ist immer eine Option für mich. Ich bin von Haus aus ein sehr neugieriger Mensch und mir ist es sehr wichtig, mich persönlich, seelisch, auf allen Ebenen einfach weiterzuentwickeln. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Aha. Das heißt jetzt, wenn Sie zum Beispiel Musiktherapeutin doch jetzt machen, ja? Das ist ja ein eigenständiger Heilberuf. Mhm. Und in diesem Heilberuf kann man sagen, dass da auch ja gezielt der Einsatz von Musik zur Therapie verwendet wird. Was haben Sie da so für eine Vorstellung, wie Sie das dann nachher in Vernetzung mit all Ihren anderen facettenreichen Fähigkeiten zur Verfügung stellen können? Also ich habe das Gefühl, dass mit der Musiktherapie sich ein Kreis schließt langsam. Ja, also dass sich viele Talente, viele Arbeitsbereiche, die ich durchlebt habe, persönliche Erfahrungen, dass sich das alles in einem Bereich wiederfindet. Und dass Musiktherapie oder Musik an sich heilende Wirkung, therapeutische Wirkung hat, das ist ja auch hinreichend bekannt. Was mich daran interessiert, ist einfach, wie bringe ich mit Musik meine Gefühle zum Ausdruck? Also das heißt, der Klient hat die Möglichkeit, seine Gefühle, die er vielleicht mit Worten nicht ausdrücken kann, aber über ein Instrument oder die Stimme auszudrücken. Und das finde ich eine sehr gute Möglichkeit, mit dem Menschen in Kontakt zu kommen. Ah ja, in dem Zusammenhang sehe ich einen sehr lieben Kunden von mir, der ist ein sehr engagierter Mann und kann ich sagen, weltgewandt und weit gereist. Aber er sagte mir letztes Mal, ich bin jetzt eine Woche im Chor, jede Woche, einmal. Und auf meine Frage, ja, wie haben Sie das jetzt zeitlich einbauen können, da meinte er, das ist genau die Therapie, die ich brauche für meinen Stressberuf. Mhm. Wenn er diese Art Therapie, dieses Chorsingen miteinander nicht anwendet, merkt er jetzt, es ist ihm nicht mehr möglich, das abzusagen. Und es ist ihm gelungen, jeder Termin, der irgendwann einmal, das weiß man ja, selbstständig einmal platzt, bei ihm nicht. Also dieses am Abend im Chor mitsingen, das bereichert ihn und das macht ihm so viel Freude und er sagt, nur wenn ich im Ausland bin, kann ich es nicht tun, aber sonst immer. Das ist also genau das, was Sie ja auch sagen, dass die Musik tatsächlich einen entspannen kann, glücklich, fröhlicher macht und es ist eine Therapie, oft wenn man das auch gar nicht einsehen will. Man bereichert sich durch Musik. Ja, der Mensch läuft pfeifend durch die Gegend, wenn er gut gelaunt ist. Ja, also man sieht selten jemand singend im Bad stehen, wenn er schlechte Laune hat. Geht also ja nicht, von ne? daher, wenn der Mensch aber die Musik benutzt und sagt, okay, ich singe heute, um mich zu verändern, dann hat das schon eine therapeutische Wirkung. Bei den Kosmetikprodukten von der Dr. Baumann Forschung, Frau Mertesdorf, es ist ja ähnlich wie in der Musiktherapie, ne? Da geht es ja um das sich wohlfühlen in der eigenen Haut, ne? Mit verträglicher Kosmetik, man befürchtet keine allergieauslösenden Stoffe, man ist sozusagen mit sich im Reinen, man fällt der Illusion der Marketing-Schiene nicht zum Opfer und
in dem Zusammenhang, was mir so gefällt, weil Sie ja seit vielen, vielen Jahren ein überzeugter Dr. Baumann-Kunde sind. Sie haben mir da so etwas Wertvolles noch an die Hand gegeben, womit ich noch besser umgehen kann. Mhm. Würden Sie das mir bitte noch einmal unseren Zuhörern erklären? Ja, das ist die Authentizität, habe ich vorhin kurz erwähnt. Ja, genau, das hat mich so fasziniert. Ich finde eben, als Künstlerin muss ich sehr authentisch sein. Und ich finde, das ist Dr. Baumann auch. Ja? Also mit seinen Produkten, mit seinen Inhaltsstoffen. Es ist für mich wichtig, dass ich weiß, was benutze ich. Und das ist einfach perfekt, finde ich. Also uns verbindet eh sehr viel. Diese Kosmetik oder die Hautpflege ist für mich wichtig, weil ich möchte einfach wissen, mit wem ich es zu tun habe. Ja? Ich möchte mich persönlich weiterentwickeln, ich kümmere mich um meinen Seelenzustand und das macht eben vor der Haut auch nicht halt. Richtig. Ja? Also Haut, Ernährung, Ökologie, das sind für mich alles wichtige Aspekte. Ja. Und deswegen gibt es für mich eigentlich gar kein anderes Produkt. Und ich muss sagen, ich bin super glücklich mit meiner Haut. Und ich werde oft darauf angesprochen und sagen, was machst du mit deiner Haut? Du schaust so blühend aus und du hast so eine schöne Gesichtsfarbe und so. Ja, gut, heute habe ich sogar noch ein bisschen Make-up drauf, aber, aber auch dann ohne, erst schön ohne aus, Make-up Haut. Ja, sieht es super aus. Ja. Super. Ja, das würde ich auch so sehen, dass sie dann zum Beispiel auch diese synergetische Wirkung von gesunder Ernährung, das ist jetzt ein neues Thema dazu, weil die Haut ist das, was wir essen. Mhm. Und insofern gibt es ja eine Art Symbiose. Ein Gesundwerden durch gesunde Ernährung von innen und auf der Haut eigentlich die fehlenden Defizite von Kosmetikprodukten. Mhm. Wenn überhaupt, wollen wir ja etwas Gutes bewirken auf unserer Haut. Dann wäre das i-Tüpfelchen zum Beispiel. Ja, ich kann nur sagen, wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Ja, hat auch wieder mit der Stimme zu tun. Wenn ich laut in den Wald, dann kommt mein Echo zurück. Ja, und es geht mit allem anderen auch so. Ja, ja. Ja. Also was ich in den Körper hinein stecke, das kommt auch wieder raus. Oder muss irgendwo rauskommen. Richtig. Ja? Richtig. Und also es spricht für sich, denke ich. Ne? Ja. Also, ja, also diese in jeder Hinsicht, ja. Ja. Also, ja. Ist Ihnen also eine gesunde, vitalstoffreiche Ernährung schon sehr wichtig? Ja. Im Hinblick auch auf Ihre beruflichen Leistungen, Frau Mertesdorf. Sie müssen ja einiges so leisten, wie ich weiß. Und da sollten Sie also schon nicht mit Defiziten aufwarten. Mhm. Sie werden dadurch weniger krank, Sie sind viel verlässlicher mit Ihren Terminen. Mhm. Sie haben auch mehr Power, mehr Kraft in sich. Ich habe Sie ja persönlich schon meine auf der Bühne erleben können als Entertainerin, wo ich sage, um Gottes Willen, nein, da gehe ich lieber Mount Everest rückwärts rauf, bevor ich und sowas mache. Das ist noch mache. Anstrengender. Ja. Ein Satz ist mir in Erinnerung geblieben, wo Sie mir mal geschrieben haben, ich komme gerade von meinem Ausbildungsseminar, ein weiteres sehr schönes, intensives und ereignisreiches Wochenende liegt hinter mir und ich bin noch ganz im Klang des Seminars. Das hat mich überzeugt, dass Sie diese Ausbildung mit Leidenschaft betreiben. Mhm. Das ist auch wieder was mich und Dr. Baumann Kosmetik vereint oder verbindet, weil ich denke, um so eine Kosmetikserie oder um so ein Produkt auf den Markt zu bringen, braucht man auch sehr viel Leidenschaft, Enthusiasmus und Begeisterung. Und also ich denke, ja, das habe ich. Ich habe eigentlich alle meine Sachen, die ich in meinem Leben gemacht habe, immer mit sehr viel Begeisterung bin ich angegangen. Und ich finde die Musiktherapie, wie gesagt, da schließt sich ein Kreis. Und was ich sehr schön finde, ich kann den Menschen auch etwas mitgeben von mir, also was auch vielleicht länger schwingt und länger, ich kann etwas Bleibendes auch erreichen, ja, in meinem Leben. Ja, ja. Und das ist mir die wichtig. Die Nachhaltigkeit ist, auch. Genau, gell? Die Nachhaltigkeit, ja. Auch das verbindet uns wieder. Ja. Ja? Ja. Und deswegen ist es auch so, dass ich so gerne zu dem Interview komme, weil es einfach passt.
Ja, also schön. Ja. Ja. Und auch in den Behandlungen, wir erleben das ja immer wieder, Kunden, die in sich ruhen, die sich so optimal ernähren und von der Haut auch die Defizite schließen mit gesunder Bionoma-Kosmetik, die liegen einfach entspannter da, kann man wirklich beobachten über die Zeit, die fühlen sich wohl, die sind angekommen, die wissen, dass da nicht irgendwas draufkommt, wo sie nachher wieder, oh Gott, 2 Tage später mit so einer Blühung im Gesicht rumlaufen müssen. Am Anfang hat es immer geheißen, Vertange, bitte, ich habe da Konzert, ich muss hier hin und dahin. Bitte machen Sie es so, dass ich nicht so ausschaue. Ist immer meine Antwort, Sie schauen besser aus, wenn Sie gehen. Alles andere wäre nicht in Ordnung. Und das habe ich über die Zeit erreicht, die Kunden zu überzeugen, auch durch vorher, während und nachher Bilder. Schauen Sie, das ist Ihre Haut geworden. Also das macht natürlich mir auch sehr, sehr viel Spaß in meinem Beruf. Ja, liebe Zuhörer, wir sind wieder ans Ende der Sendung angekommen und freuen uns auch immer wieder, unsere Gäste bei uns regelmäßig begrüßen zu dürfen, Frau Mertesdorf. Ich hoffe, Sie sind bald wieder bei uns und erzählen uns wieder was aus Ihrem Leben. Ja, alles gerne. Gute, bleiben Sie wachsam, Ihre Maria Tange.